Leute. In der Nachricht von Shakespeare Fidget steht, morgen 18 Uhr gibt's einen deutschen Shakespeare Fidget Stream offiziell. Da habe ich natürlich gedacht, kann es möglicherweise News geben, morgen in dem Stream zu Shakespeare Fidget Geburtstag oder auch zu W50. Ich habe es auch in meinem Community-Beitrag gepostet, aber das ist immer schwierig, da es auch zu sehen. Jetzt habe ich auf S23 gehört, also Domdark, der mal sehr gut informiert ist, meint, dass News erst nächste Woche kommen. Zumindest was das Forum vielleicht betrifft. Dienstag, Mittwoch und Freitag. Kann natürlich heißen, Dienstag möglicherweise allgemein das Update, Mittwoch möglicherweise ein neuer Server und Freitag weiß ich nicht. Vielleicht noch ein Legend Dungeon oder so. Wer weiß. Aber wir werden es definitiv erfahren. Ich weiß nicht, warum die morgen 18 Uhr einen speziellen deutschen Stream machen wollen. Was sie sich davon versprechen oder was da vielleicht schon auch vielleicht geleakt wird. Ich kann den Stream wahrscheinlich auch nicht gucken. Aber ihr solltet den vielleicht gucken, um zu gucken, ob was Gutes dabei ist. Ja, nehmt euch ein bisschen Zeit oder so. Kann ja nicht schaden, wenn man da schon sehr gut informiert ist. Und wenn es was Sinnloses ist, dann können wir drüber lachen. Aber dann hätte ja Domdark auf jeden Fall recht, also dass dann zu diesen Tagen die News kommen kann. Ja? Letztendlich möchte ich aber, dass ihr bei einer Umfrage mitmacht. Ja, die findet ihr wunderbarerweise in der Videobeschreibung. Gerade übelst gute Laune, weil es auch so warm ist, Leute. Also, ja, ich habe heute wirklich mal das erste Mal kurze Hose draußen angehabt. Es war entspannt. Nein, gibt es eine Umfrage? Freut ihr euch mehr? Freut ihr euch mehr auf Content-Update? Oder freut ihr euch besonders auf einen neuen Server, gegebenenfalls W50? Oder freut ihr euch auf gegebenenfalls einen legendären Dungeon in dieser Zeit? Ja? Ich habe mal eine Umfrage erstellt. Ihr könnt auch mehrere Sachen auswählen, wenn ihr sagt, ihr freut euch für zwei Sachen oder ihr freut euch auf alles. Aber versucht vielleicht wirklich nicht alles auszuwählen, sondern überlegt mal, auf was ihr euch mehr freut. Ja? Dann kann ich mir das mal angucken ein paar Tage. Ne? Also, das war schon wieder von mir. Ich wünsche euch was. Genießt den nicht ganz so heißen Abend. Die nächsten Tage wird es noch richtig geil warm. Ja? Also, ihr solltet nicht so enge T-Shirts tragen, weil die Nippel drücken durch teilweise. Also, kann man nicht verhindern. Also, ne? Würde ich sagen, war's das erstmal. Haut rein, macht euch tschüss und Servus. Euer Basti. Let's go.